Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Am Platz. Ich bin hier am Firmengelände vom TC Aibler oder TC vom Ei von der Firma Aibler Wurstfabrik und habe mir gedacht, ja, Samstagnachmittag, schauen wir mal, ob es die Tennisplätze noch gibt vom TC Aibler Oberwaltersdorf. Und ich glaube, die sind komplett abgetragen worden. Ich bin hier am Firmengelände, wir schwenken jetzt einmal aufs Firmengelände. Da müsste der Tennisplatz gewesen sein einst. Das ist komplett alles abgetragen worden. Ich muss aufpassen mit der Kamera. Man sieht, diese Folge von Am Platz wird kurz. Die Tennisplätze vom TC Aibler Oberwaltersdorf sind abgetragen worden. Hier müssten die Tennisplätze gewesen sein. Das müssen Sie sich vorstellen. Das war ein super schöner privater Tennisplatz. Hier waren die Tennisplätze. Da drüben ist die Tristing, da kann ich mich erinnern. Und hier müsste das gewesen sein, hier müsste diese Tennisanlage gewesen sein. Muss ich mal aufpassen, Firmengelände filmen ist immer so eine Sache. Aber hier hat sich einst in den 90er Jahren die Tennisanlage des TC Aibler Oberwaltersdorfs befunden. Schade, dass ich keine Eindrücke mehr machen konnte, als noch das Vereinsleben da intakt war, leider. Jetzt stehen eben solche Wurstmaschinen und da die Speditionsrampen für die Lastwagen, die dann diese Wurstprodukte abholen und wegführen. Schade. Also es war eine relativ kurze Am Platz Ausgabe. Vielleicht ein paar Anekdoten. Ich habe da gespielt, Meisterschaft, ein einziges Mal, eine Auswärtspartie, TC Teesdorf gegen TC Aibler Oberwaltersdorf hier. Gar gewonnen gegen irgendeinen Rechtsanwalt. Sohn. Kann man den Namen nicht mehr erinnern. Ja, und die haben da Sauna gehabt. Das war so ein bisschen ein kleiner Privatclub. Wenn ich da jetzt vorgehe und viel muss ich aufpassen mit der Kamera, darf ich hier natürlich jetzt nicht die Kamera so aufrecht halten. Gott sei Dank sind da natürlich keine Überwachungskameras, sonst hätte ich mir das überlegt, aber ich glaube an einem Samstag kann man da kurz einen Spaziergang rund ums Betriebsgebäude Aibler machen, die haben ja nichts zu verbergen, da werden nur im Prinzip Wurstprodukte hergestellt. Was auch immer. Hier sehen Sie das Objekt hier. Kamera wieder weghalten. Thank you.
Ja, im Prinzip nichts Aufregendes mehr. Ja, also wie gesagt, da gibt es nicht mehr allzu viel zu berichten. Ein wunderschönes Wetter heute, Ende August. Hier waren wir jetzt kurz am Firmengelände von der Firma Eibler, haben aber keine Tennisplätze vorgefunden. Die sind weggeschleift worden. Folglich, ja, vielleicht kann sich noch jemand erinnern aus dem Kreis, der gespielt hat, hier eine Auswärtspartie bestritten hat. Es war ein eher kleiner Club. Ich glaube, es gab nur 3 Plätze. Vielleicht kann jeder oder die hier gespielt haben etwas dazu berichten. Das war eine Folge von Am Platz oder an einem Platz, wo einst einmal ein Tennisplatz war, wo mittlerweile nichts mehr darauf hinweist, dass hier einer war. Pfiat euch und auf Wiederschauen. Euer Tennis.